Das ist ein Dildo. Hier ist. Scheiße. Alter, scheiße. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videoblog von uns. Hallo! Wir sind heute unterwegs in Berlin mit dem Charlie Charles, dem Red Riding hinter uns und einem Fan von Red Riding. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Potsdamer Platz. Das ist der Place to be als Motorradfahrer in Berlin. Ich selber war da noch nie, weil aus Gründen. Und jetzt bin ich mal gespannt, das erste Mal dort zu sein, wie das da so ist. Eigentlich wollten wir einen Trial-Vlog starten, aber sein Sender hat sich verabschiedet. Idiot. Kurz nach der Begrüßung. Weil der Riding, der muss nämlich erst noch lernen, dass man Sachen mit Strom laden muss. Ja, genau, Charlie, da ist die Schaltung. Ja? Da ist die Schaltung. Das ist die Kupplung. Na, die Schalt. Da schaltet man. Das muss ich auch mal probieren. Was ist hier? Das ist ein Dildo. Dildo? Ganz genau, hier. Ist ganz schön eng. Oder? Wie komme ich nach Berlin? Ich? Nein. Nee, wie komme ich nach Berlin? Du musst umdrehen, ja? Und da lang fahren. Da lang, ja. Warum guckt er so nach hinten? Ich habe keine Ahnung. War das richtig? Ich weiß es nicht. Zum Potsdamer Platz wollen wir. Ja, Mariendorf, passt schon. Ja, passt. Okay. Und? Ist aber Berlin. Weiter! Ja, Mann, weiter! Das ist mal gut, Alter. Was? 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 Wir beide singen Swiper von links und rechts. Kommando einer links, einer rechts, einer von hinten, einer schiebt rein, dann nehmen wir. Okay. Oder? Nein. Ich verstehe kein Wort, Alter. Kein Wort. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich mache einfach mein Helm zu und tue so, als ob ich keinen sehe, keinen höre. Was ist bei dir los? Guck mal. Bist du Bus oder was? Du hättest fahren dürfen, siehst du? Die Raudis, ey. Irgendwie. Oh. Oh Gott, hat er mir abgezogen. Hat er dich abgezogen, war ey. Ja, kein Wunder, nett ist, ne? Hier. Da hat er gleich 10 PS mehr, wa? Ich versteh's nicht. Ihr Raudis! Junge, mach vorsichtig. Gibt keinen Grund zu rasen. Alter, Charlie ist so unglaublich laut. Was willst du? Hä? Anderen können nicht fahren, ich sag es. Ja, ich weiß, aber mit wem sollen sie sonst unterwegs sein? Charlie? Nein, er hört dich nicht. Charlie! Aua, er hört dich auch so nicht. Ich kapier dich, komm! Okay. Er scheidet sich von mir. Und er geht wirklich. Ah, kein Gang, verdammt. Ah, Scheiße!
habe meine Kiste gerade ausgemacht. So eine Scheiße, wollte ich gerade Gas geben, hab zu viel runtergenommen und Wasser aus. War bei mir ähnlich, wir sind so uncool. Das ist so scheiße uncool. Alter. Was will er? Weiß ich nicht. Mit seinen Oldschool-Zeichen. Er könnte halt mit uns reden, wenn er Strom gehabt hätte, weißt du? Irgendwie habe ich Angst, weiter links zu fahren, weil ich das Gefühl habe, ich gabel Charlie gleich auf. Raudi! Raudi! Raudi Gaudi hier. Vor allem, wie das hinter ihm stinkt, wenn er so Gas gibt. Ey, ich stand vorhin an der Ampel hinter ihm. Ich habe gedacht, ich bringe ihn um. Hier ist... Oh. Alter! Was stimmt mit dir nicht? Da kam da ein Mob. Alter! Was macht man da nur? Was ist los mit dir? Machen wir jetzt den Plan einer... Ach so, und wir ziehen den ein? Der flirtet mit ihm. Hallo, ist grün. Wie geil. Boah, das stinkt. Okay, der ist cool drauf. Boah, wie das stinkt, ey. Alter, die Reifen. Ja, durchdrehen, runter. Ja, der hat wohl Leistung ein bisschen. 1-2 PS. Ja, richtig geil, die Kiste. Was ist das? Ein Dodge. Eine Viper. Okay, der hat jenseits der 500 PS, glaube ich. Die erste Viper hatte ein Getriebe von einem LKW drin. Wenn da alle rumsteht und... Was? Was? Spikehorn schnell drehen, mal absteigen und einfach rumgehen und so. Ein schönes Auto. Ich habe die gar nicht erkannt, dass das eine Viper ist. Ja, habe ich auch nicht erkannt, aber jetzt, wo du sagst... Er steht drauf. Ja. Aber was der für fette Schlappen hat, ne? Ja, oh. Und trotzdem durchgedreht. Hier? Ja. Das merke ich häufiger. Das merke ich häufiger. Aber nicht immer. Ist es eine Viper eigentlich? Ist es eigentlich eine Viper? Nein. Was ist denn das? Na, das ist ein Auto. Das ist ein Ferrari, ist rot. Ich bin irgendwie komplett verwirrt, wenn von so vielen Seiten Gespräch kommt. Ich hab mich gerade voll verarscht. Wen? Dich? Mich? Warum? Er zeigt unten auf das Schild. Ist das eine Viper oder ist das eine Corvette? Ich finde gut, dass der Verkehr so geil ist hier. War eine blöde Idee, hier lang zu fahren. Ich sehe es irgendwie ein. Vanessa? Ja? Frag mal Dings, ob er durch will. Willst du durch? Willst du durch? Nee, will er nicht. Er will hinter der Viper bleiben. Alles gut. Ja, meine ist auch warm. Danke, das ist ja nett. Hm? Ist ja nett, dass die alle Platz machen. Ja, fast alle. Ich überlege gerade, ob wir hier links abbiegen da vorne. Links oder rechts? Links würde ich fahren. Ich würde links abbiegen jetzt dann. Okay. Aber das weiß ich gerade nicht wahrscheinlich. Links abbiegen! Links! Links abbiegen! Ja, ich weiß links, ne? Links? Nee, rechts! Rechts ist da aber! Ja, genau! Okay. Da kommen wir hier so dran vorbei, oder? Ja, im Prinzip schon. Scheiße. Echt? Gehst du da noch durch? Bist du zu breit dafür? Gibt's ja wohl nicht, du Raudi. Danke, das ist nett. Nein, ich bin links abblieben. Bleib hier. Brav. Nee, links.
Weil da ist ja links. Ja. Links wäre da. Oh, das wird gleich richtig laut mit der Viper im Tunnel. Oh, ich gehe woanders hin. Meine Ohren! Und? Du bist reingefallen. Was? Ich hab gewonnen. Ich geh nochmal. Lava! Lava! Ist klar. Flugsaurier! Toll! Na, Flugsaurier! Ja! Aber warum? Was? Warum? Ja, der greift alles an! Soll ich ihn anschieben? Oh Gott. Jetzt gibt er kein Gas mehr. Guck an. Ich mach Liegestütze, wenn du einmal eine Revbomb machst. Okay, aber erst Liegestütz. Nee. Ach scheiße, wir können da nicht rechts abbiegen, wo ich rechts abbiegen wollte. Okay, dann machen wir jetzt geschickt einen anderen Move. Du musst nur sagen, wo lang. Nee, trotzdem geradeaus, aber dann links halt. Okay. Also Sophie, er kennt sich doch ein bisschen aus. Okay, wir fahren da vorne links, dann wo der... Wir fahren links. Okay. Meine Ex-Freundin. Ja, ist so. Ist Imke. Sieht aus wie eine Imke. Alter, scheiße. Weil der wird weitergehen, der musste mich erst noch lernen, dass man Sachen mit Strom laden muss. Geht's so? Läuft nicht. Geht nicht an. Müssen wir einen Moment warten? So, Pitstop Team von den Toast Riders ist am Start, Alter. Das Racing Team von den Toast Riders. Ja, genau. Gefragt, Toast Rider Racing Team. Jetzt baust du die da ein. Ja, ist ja besser, wa? Warum hast du nicht eine LKW-Batterie genommen? Soll ich den Tank leer schalen? Wir kratzen hier kurz was aus und dann kleben wir die Batterie da an. Oder du packst sie auf den Rücksitz und lässt sie immer mitfahren. Kannst du leicht schon Wheelie machen. Herzlich willkommen bei dem Reparatur-Vlog von der Firma The Toast Riders. Charlie Charles hilft aus. Ah, danke. Oh, war das Cover Cue? Wir bauen jetzt die Batterie da ein. Ich muss da mal. Ist da irgendwie Kontakt? Halt mal tiefer. Was ist das? Das ist eine mechanische Zündkerzen-Umlenkrolle. Also macht man so rein in den Zündkerzen, dann kann man so drehen. Genau. Naja, egal. Verbindung hat, weil das ist. Ich habe nämlich, glaube ich, auf der Seite gerade. Hey, sie läuft wieder. Wir haben jetzt schöne Starthilfe professionell benutzt. Denkt dran immer, wenn ihr das macht, macht den Negativpol an den Neutralpol und den Neutralpol an den Pluspol. Dr. Physik Student Red Riding erzählt euch hier, wie das funktioniert. Du bist da auf alle Fälle. Nein, Spaß, fasst da bloß nicht an. Das kann euch umbringen, wenn man da anfasst. Da ist so viel Ampere drauf, das fetzt sich komplett tot, Alter. Das ist aber eine schöne Handtasche, Charlie. Dankeschön. Oh. Dann kannst du ja gleich weitergehen. Nope. Wir
wir wollten den Vlog an dieser Stelle dann beenden. Uns fürs Zuschauen bedanken. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ein Däumchen nach oben freut uns auch riesig. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss. Tschüssi.